So, jetzt demütigen. Ja, eh zerstören, mein Guter. Dieser Mann ist ein wertloser Lügner. Die Kurtisanen von Rom werden nie auf ihn hören. Gut. Maria in der Rosa in Fiori aufsuchen. Die Rosa war, meinte ich, weiter oben, ne? Genau, das dürfte die sein. Kurtisanenauftrag. Wunderbar. Ah, aber es ist wirklich nice, dass es geht. Weil eine Vermutung. Jetzt bin ich mir unsicher, ob ich die bei der letzten Aufnahme noch geäußert habe. Und zwar habe ich gedacht, kann sein, dass es sich vielleicht mit einer anderen Auftragsreihe überschneidet, dass dadurch sie zwar angezeigt wurde, aber du nicht mit ihr interagieren konntest. Und so, jetzt nachdem wir die Leonardo-Aufträge komplett abgeschlossen haben, denke ich mir, dass das wahrscheinlich auch der Grund gewesen sein dürfte. Ja. Also nichts Schlimmes. Zu Ehren von San Vincenzo di Vernazzano, die die Gebeine von San Duarte vor sich herträgt, wird gesegnet durch die Hervorholung weiterer Reliquien und San Orsolas linke Macht. Einzelheiten an der Kirchentür. Ich weiß, ihr wollt kleine Abbilder eurer selbst in den Ecken dieser Meisterwerke. Warte mal. Vorne, nicht hinten. Jo, Claudia, ich bin wieder hier. Mama. Gut gemacht, Ezio. Den Kurtisanen nach sind nur die Treuen übrig. Sie sagen die Wahrheit. Dann zögern wir nicht. Gesandte des spanischen Königs und des deutschen Kaisers kamen nach Roma für eine Audienz bei Cesare. Bring sie zum Schweigen, mein Sohn. Okay. Mama. Ah, ich mein... Ezio, meine Schwester wurde vergiftet. Eine hohe Dosis desselben Gifts, das auch ich bekam. Wir wissen, wer es verkauft. Ein Straßendoktor namens Tommaso. Er hat ein Gegengift, doch gibt es nicht her. Ihr müsst es uns beschaffen. Schnell, Floras Zeit läuft ab. Ein Gegengift von Dr. Tommaso stehlen und den Kurtisanen bringen. Okay, nicht den Doktor töten. Aber den mag ich schon mal so ausrüsten. So, möglichst schnell. Bald werden wir seinen Körper irgendwo auflesen müssen. Ja, das kann sein. Ah, du hast meinen gemeint. Ah, verzeiht. Ach, diese Sprüche. Werden nie langweilig, aber... ein bisschen ausgelulatscht sind die jetzt schon geworden mit der Zeit. Der Stadtrat bittet alle Anwohner, sich zu vergewissern, dass niemand unter dem Fenster oder der Rinne steht, bevor Unrat hinausgeworfen wird. Ja, das wäre unangenehm. Alter, ernsthaft? Schnappt
enteignet, die Mieten der Alter, das genau natürlich dann noch. Irgendwie gerade ein bisschen unglücklich mit den Situationen, wie ich da in Kämpfe verwickelt werde. Hat sich nun bis an die unteren Regionen ausgebreitet. Auch wenn es drastisch erscheint. So, jetzt einfach nicht stürzen, dann können wir es gerade vielleicht noch schaffen. Oh, das wird knapp. 3, 2, 1. Ihr habt meine Schwester gerettet. Grazie. Aber genau auf die letzte Sekunde, ne? Ich hab den nicht getötet, ich hab... Okay, verprügeln heißt gleich töten bei denen. Ich hätte es eigentlich wissen müssen, ne? Ezio, ihr habt die Spionin Giulietta aus dem Bordell entfernt, aber sie hört nicht auf, Geheimnisse auszuplaudern. Bei einem Freier, einem spanischen Gesandten. Und der verkauft sein Wissen an die Kirche. Giulietta fürchtet euch nun, nutzt das. Schickt sie geradewegs in die Arme ihres Spaniers und tötet ihn. Giulietta, Angst einjagen, damit sie zu einem spanischen Botschafter läuft und dann den Botschafter eliminieren. Ja, dann mal schauen, ne? Das ist gar nicht gut, was die Dame macht. Geistige Gesundheit ist fragwürdig. Die ist noch ziemlich gut. Einfach die geistige Programmierung dieses Spiels ist fragwürdig. Giulietta, ich weiß von deinem Verrat. No, bitte, Ezio. Ich kann es erklären. Wir machen einen kurzen Abendspaziergang. Helft mir! Hi, Giulietta. Betrachtet unseren Ausgewählten. Ja, ich hasse die. Trinkt nicht das Wasser des Gewehres südlich des Campo Marzio. Warte, wieso geht das nicht mit dem Befreien? Alter, zuerst das bitte. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen wichtiger. Da ist noch mal sein. Medizin plus 1 noch. Natürlich noch den Botschafter. Ja, nur billige 10. Ich hatte keine Wahl.
Verlass Rom und lass dich hier nie wieder blicken. Recht so. Nur den Botschafter eliminieren. Also manchmal bin ich echt unzufrieden mit diesen Möglichkeiten, ne? Wie und wo und was und wann, wie und wo du das, nee, ganz ehrlich, gar nicht. Ganz und gar nicht. Ich meine, die Wachen, die müsstest du wieder auskuppeln, weil das ist dann so ultraspezifisch. Aber haltet euch besser fern von den Wachen. Jo, ich weiß. Immer schön von den Wachen fernhalten. Natürlich. Anstatt einfach mal einen Schritt zur Seite. Nein, direkt in den Wagen. Aber wenn ich vor der Mauer bin und so mache, dann geht er meistens, wenn ich es wirklich brisant habe, mir die Wände hoch, aber nicht auf die Seite. Ja, das sind noch so die Ungereimtheiten von früher. Es hat seinen Charme, aber manchmal ist es einfach, wenn du... Ja, je weiter sich die Spieleentwicklung entwickelt, desto mehr hat man halt einfach Komfort und es wird leichter. Und dann, wie sagt man, so eine clunky Steuerung, also so... Eine, die manchmal ein bisschen das macht, ein bisschen das macht, aber im Grundlegenden schon gut funktioniert. Das haben wir hier ein wenig. Das ist jetzt nicht der Weltuntergang, aber es ist halt auch so, es könnte ein bisschen runterlaufen, ne? Ezio, ich bringe euch zu drei Botschaftern. Sie kommen zu einer Audienz beim Papst und werden bald ihren Schöpfer persönlich treffen. Erlaubt mir, sie für euch herauszulocken. Der Kurtisane unbemerkt folgen, während sie die drei Botschafter herauslockt, die eliminiert werden müssen. Ein Ziel durch ein Attentat vom Vorsprung töten. Heute den Bau einer Piazza zugunsten aller Römer angeordnet. Häuser, die derzeit stehen, sind sofort zu räumen. Die Eigentümer können beim Notar des Kardinals um eine Entschädigung bitten. Dann wollen wir mal der guten Dame folgen. Das weiter sich von den Helden der Schande. Die neue Wirtsstätte ist gegenüber des Tiber am Campo Marzio. Der Concilio Rionale. Tja. Manchmal gibt es einfach Opfer in der Zivilbevölkerung. Und die sind wirklich nervig. Du batest mich doch mal, eine Freundin mitzubringen. Hier habe ich eine. Wo ist sie? Warte dort. Kommt. Botschafter, ihr seht müde aus. Bei manch Sachen bin ich echt unzufrieden. Nur weiß ich manchmal nicht, ab mir oder ab dem Spiel. Weil einige Sachen schiebe ich aufs Spiel.
wo eigentlich nicht per se das Spiel schuld ist, sondern eigentlich mehrheitlich ich. Gut gemacht! Salve, Amore. Das ist ungehörig. Nicht im Vergleich zu meinen Plänen mit dir. Folge mir. Ich hätte es mir denken können, ne? Ich hätte es mir fucking denken können. Oh, wieso bin ich immer nur so ungeduldig? Das war jetzt wirklich so... Das war... mein Problem. Aber dafür hat der Kill schon gegolten, ne? Alter, das ist... Was war denn das bitte für eine Scheiße? Da bist du ja. Komm mit, ich muss dir etwas zeigen. Wenn er nicht geht, gehe ich. Nein, ich kümmere mich darum. Addio, Ezio. Macht's gut. Okay. Wenigstens wieder einer mit 100% Synchronität. Also, ganz ehrlich, die das noch auf wirklich jede Sequenz, jede einzelne Mission auf 100% gemacht haben. Seid ihr gesund im Kopf? Heilige Madonna! Dass ich besser bin als ihr. Kurtisan. Schon wieder? Ja, wie es aussieht, ne? Aber das war doch schon. Lass mich raten, die hat Leute von. Ist es gerade jetzt einfach übereinander? Ja, das ist mehr oder weniger übereinander gelappt. Ich habe jetzt die Vermutung von ihrer Aufmachart, dass die so ein bisschen eine Gegenspionin war und wir aus Versehen unsere Leute abgemurkst haben. Hätte derjenige, der das Kind von der Madonna mit Kind-Statue in der Mauer oberhalb des Käsehändlers gestohlen hat, die Güte, es wieder zurückzubringen. Gott wird es euch danken. Schmerzen wie die Ezio, meine Treue zu eurer Familie brachte mich in eine prekäre Lage. Rodrigo tauscht Gefälligkeiten mit ausländischen Botschaftern aus und erwünscht Informationen, die ihn zu euch führen. Ich werde einen der Botschafter treffen. Er wird Auskünfte verlangen, die ich ihm nicht gebe. Er könnte gewalttätig werden und deshalb möchte ich, dass ihr in der Nähe seid. Dem Botschafter zu seinem Treffen folgen, um die Pläne der Borgia aufzudecken. Das Ziel mit einer versteckten Klinge eliminieren. Ja, das sollte gehen. Es wird hart durchgegriffen. Das Concilio Rionale. Gut. Das Büro der Beschwerdestelle des Vatikans wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen, um in Würde das tragische Dahinscheiden des einzigen Beamten, Bischof Moretti, zu begehen. Das
Was? Ich soll das... Zuerst verfolgen, dann eliminieren, ne? Ich bin wieder... Ich weiß nicht, was heute los ist, aber heute bin ich wieder mal mit dem Kopf da, aber nicht hier, ne? Die Pilger werden gebeten, alle Unfälle, Diebstähle und Probleme bei der Bewirtung, selbst Bagatellen, im Büro der Beschwerdestelle des Vatikans zu melden. Schwere Verbrechen sind dagegen, einem Angehörigen. Ja, das stimmt. Das Consiglio Rionale erinnert alle Cittadini, dass öffentliche Trunkenheit und Wollust nur an Festtagen und auch nur in bestimmten Grenzen toleriert werden. Die Heiligen mögen eure Inbrunst gutheißen. Ja, ich bin am Sitzen, du kannst mich noch so lange anstarren. Was gar nicht creepy ist, wenn das jemand in der Öffentlichkeit macht. Ja, jemanden verletzt? Nee, werde ich nicht. Aber vielleicht wirst du einfach tot mal umfallen. Ich glaube. Ja, es ist ein Skandal, ja, ich weiß. Ich muss nachher dann mal noch die Fenster aufmachen. Ich habe sie gestern Abend zugemacht, weil es einfach gestürmt hat wie sonst was. Und ja. Jetzt wird halt das wieder voll aufgeheizt, mein Zimmer. Weil am Morgen war es kühl, da ging es noch. Aber jetzt so am Nachmittag steigen nochmals die Temperaturen ein wenig. Vor allem ausländische Botschaft. Erkennen sofort mich, wie ich aussehe, wie alles mit... Natürlich geht es jetzt nicht, weil du ein bisschen zu schräg rangekommen bist. Nein, wenn ich jetzt den ermorde, dann... ganz vieles, nichts Gutes heute, befürchte ich. Weil ich direkt drauf zu bin, ne? Irgendwie heute... Weiß nicht. Eigentlich voll Bock, aber... gerade irgendwie Schwierigkeit, denn wahrscheinlich... Nein!
Kirche, Ezio. Mein Vertrauen war gerechtfertigt. Wieso hat's wieder die versteckte Klinge nicht ausgerüstet gehabt? Oh, das Spiel, das ist echt manchmal wirklich nicht mehr witzig, wenn einfach so aus dem Nichts wird sonst immer versteckte Klinge rein. Aber wenn so eine Mission ist, ihr müsst mit versteckter Klinge, dann machen sie dir die Fäuste rein. Gebt mir mal kurz eine Minute, ich mach die Fenster auf, dann bin ich gleich da. Wupsi, da war ich kurz an die Maus gekommen. Aber wir haben es geschafft. Und ja, es ist draußen kühler als hier drin. Jetzt haben wir schon wieder einen Kurtisanenauftrag. Ja, da haben sich einige angestarrt, wie es aussieht. Nee. Alter. Wieso müsst ihr direkt auf mich zurennen? Also da hat... Diese Musiker, das sind echte Bettler, ne? Künstlerische Bettler, aber Bettler. Und dann noch extremst aufdringliche. Gut, wir gehen rauf. Und dann einmal da ums Eck und dann sind wir gleich bei der Fiori wieder. Ezio, ich... Schön, dass du alles triggerst zum Anspringen und Machen tun. Nee, heute ist... Ich hoffe, es wird jetzt besser mit der frischen, kühlen Luft. Weil ansonsten, finde ich schade eigentlich. Weißt du, freust du dich endlich wieder... endlich wieder zu spielen, weiter zum... Da konntest du nicht greifen, ne? Da konnte man echt nicht an die Kante greifen. Ezio, das ist Egidio Drocke. Wir kennen uns. Ich bin aus des Bankiers Schuld in eure geraten und dafür bin ich euch dankbar. Wisst ihr, dass ich seit Monaten in keiner Taverne mehr war? Die Möglichkeit, etwas zu verändern, sticht jeden Umtrunk aus. Der Senator erzählte gerade von den Zusammenhängen an Cesares Hof. Maria sagte mir, dass ihr die ausländischen Botschafter getötet habt, aber die Nachricht von eurer Tat darf Cesare nie erreichen. Und die Höflinge, die sich mit den Botschaftern trafen müssen, ebenfalls weichen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Doch noch wichtiger, der Heerführer Prospero Colonna wurde gefangen. Wenn ihr ihn befreit, wäre das ein Tiefschlag für die Borgia. Es wird getan, mein Freund. Ja, das wollen wir mal sehen, ob das getan wird. Dann... Da. Alter Falter. Da kommst du von einer Aufgabe in die nächste, ne? Eigentlich wollte ich nicht das, eigentlich wollte ich... Dann machen wir ein paar Kurtisanenaufträge. Jetzt müssen wir zuerst einmal aus der Stadt, weil das ist ja im Umland.